Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und ich muss heute ein bisschen ruhiger sein, weil... Nicht weil hier jemand schläft, nicht weil ich heiser bin, sondern weil hier Wachen sind. Und ich bin so ein Nerd, also tut, als wäre er im Spiel. Also los. Ah, Benzinkanister, ja. Schon mal eine Bombe gebastelt. Kann ich sonst nicht hoch. Wir müssen gucken, ob wir nicht irgendwie so einen Schleichweg finden. Nö. Achso, klar, logisch. Ich will die sofort auf mich schießen. So, was haben wir noch? Rauchgranate. Huch! Oh, du bist ja gar nicht tot. Au! Heil dich doch! Mädel! Okay. Tschüss! Das war eine Pussy, Mann, der ist gestorben nach einem Schuss. Kannst mal sehen, ich halte 50 Kugeln aus und ihr nur eine. Ihr seid die Pussys. So. Das haben wir schon mal klargestellt. Was bist du? Achso, wieder so ein Rauchscheiß. Sie hält sich noch geduckt, das heißt, es werden hier wahrscheinlich noch ein, zwei Gegner sein. Nö. Okay. Ach, da kommt doch gleich eine Menge. Sehe ich doch jetzt schon. Deswegen mache ich das hier mal. Es könnte so einfach sein, Lara. Es könnte so einfach sein. Einfach hier rüberklettern. Ich fühle mich verarscht gerade. Was? Nein. Nein, ich habe das zusammengebastelt. Werf das doch nicht weg. Okay, ich sehe da auf jeden Fall ein paar Fässer, die explodieren können. Und wir sollen da hoch. Ganz hoch. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Ach so. Wir sollen also über nichts reden und dann werden sie vergewaltigt. Ich verstehe. Wir haben Feindkontakt. Ja. Hat einfach mal jeder überlebt. Großartig. Vergessen die mich nach einer Zeit? Oh Gott, die kommen mal her. Finde mich nicht. Nein, ich werde den... Oh Gott. Oh! Ist klar. Ja. Versammelt euch um mich. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Das ist doch alles die reinste Verarsche, Mann. Wir werden angegriffen. Wir wissen aber nicht von wo. Lass uns mal alle gemeinsam zum Busch gehen. Ist klar. Eine Granate hinter mir. Nein. Okay. Das fand ich jetzt mal eine richtig fiese Nummer. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Moment. So, jetzt müssten ihr tot sein. Huch. Kam hier nicht eine Sequenz? Ach, wie es ihn jemanden stört.
Und war nur eine Mücke. Krieg dich mal nicht so auf. Wir haben Feindkontakt! Durchsuch das Gebiet. Angriff, wir werden angegriffen! Meinst du? Ich sehe sie, mach sie fertig! Los jetzt! Oh, ich hab ich keine Munition mehr? So, ich hab keine. Ich hab echt keine Pfeile mehr. The fuck? Das ist mir noch nie passiert. Hä? Ich hab das Kopfzeichen bekommen. Lüg mich nicht an. War beabsichtigt. Na, wo ist der Rest? Da unten? Ne, wir ruhen logisch, weil von da komme ich. Ich glaube, da oben war mal jemand, ne? In Deckung! Er kommt! Treibt sie raus! Treibt sie raus? Ihr seid drin! Ich bin draußen! Ja, komm. Lass es uns beenden. Da hast du recht. Genau das habe ich vor. Hab ich dich. So, ich wollte die Pfeile haben, nicht die Blechdose. So, haben wir noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Noch mehr Pfeile? Ach, ich könnte Leichen plündern für Pfeile, ne? Zack. Zack. Habe ich das kaputt gemacht? Das ist ja schade. So, Leiche. Okay, ich sollte mich vielleicht beeilen mit dem Looten, nicht ein Hubschrauber. Ach komm, habt ihr echt keine Pfeile für mich? Wie viele Pfeile habe ich jetzt? 6. Ich werde auf jeden Fall einen Teufel tun, mir welche basteln. Ich werde ja die ganze Zeit hier welche finden. Von daher. YOLO. Und wenn, dann habe ich hier noch 135 Munition. Das reicht locker. Okay, huch. Ah. Nice. Ist nur so ein Walkie-Talkie, kann ich als Sprengladung benutzen. Halt, da waren Pfeile. Dankeschön, was haben wir hier? Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity, als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Das heißt, die wollten quasi Laras Vater dazu benutzen, diesen Ort zu finden. Und jetzt benutzen sie Lara, um diesen Ort zu finden. Tja. Beziehungsweise sie haben ihn ja quasi gefunden. Eine Kante greifen, was? Weiß ich doch, kenne ich doch. Habe ich geübt. So. Ah, zack. Easy. So, jetzt müssten wir endlich so langsam reinkommen, ne? Aber erstmal lesen wir uns hier ein bisschen durch. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort.
Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Ja, er wurde verhaftet. Jetzt mehr als je zuvor. Ja, wie gesagt, er wurde verhaftet, deswegen nicht mehr da. Lagerfeuer. So, ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Bei Kämpfer hatten wir nichts mehr Gutes, ne? Bogenexperte. Führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz aus. Verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie Y, um bewegungsunfähige Feinde den Rest zu geben. Ja, komm, wieso nicht? Haben wir irgendwas von so einem Bogen? Ja, natürlich nicht. Ich will die Ressourcen jetzt einfach verschwenden. Ah, ich habe was für meine Pistole. So, was haben wir denn hier? Schaden. Oh, machen wir Schaden. Hört sich lustig an. Na gut. So, Lara, hat sich deine Frisur verändert? Die sieht irgendwie nicht mehr so volumig aus. Der Dreiwettertaft hält wohl nicht mehr. Ist das eine Höhle da? Also, wir wären schon beim Oh Gott! Oh Gott! Nein, ich hab... Oh Gott! Nein! Unpassende Waffe. Oh, falsche Taste. Muss man mir auch sagen, dass da so ein Viech ist. Komplett unvorbereitet. Okay, machen wir mit dem Pfeil fertig. Ganz klar. Hahaha! Fuck. Oh, das war die falsche, das war die falsche. Nein! Okay, irgendwie fehlte gerade ein bisschen mein T-Shirt, aber egal. Boah, wie ich die Kackpratze hasse. Oh. Genau. Schrot in die Fresse. So. Luffy, ich will's Schrot in die Fresse? Ach, jetzt kommst du von da, ne? Oh Gott, nein! Wo ist es hin? Ja. Drecksich. Ah. Ich hoffe, deine Kinder krepieren. So. Finde ich gar nicht lustig, diese Penner. So, ist das deine Höhle? Sind da deine Kinder? Wahrscheinlich schon. Ich würde sie töten, wenn ich könnte. Leider ist das hier zu familienfreundlich. Ach. Den hast du ein bisschen zerfetzt, ne? Wie ich sehe. Ich glaube, ich hätte auch sogar von ihm weglaufen können, aber ich bin auch kein Schisser, Freunde. Ne. Ich? Ne. So, das nehmen wir mit. Hier schwingen wir uns mal halbwegs rüber. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörung, aber Konstantin... So, hier wird nicht geredet. Nicht runterfallen. Okay, dann bleibt da unten. Ich frag mich, wie er hier raufgekommen ist. Ich frag mich, wie ich hier wegkomme. Tür? Nein, aber das hier. Ja, Lara, du guckst es schon an. Jetzt musst du es nur noch nehmen. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden.
Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Das ist ein wahres Wort, Freunde. Das sollte überall in den Nachrichten stehen. Kein Mensch hat die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das ist die Lösung aller Probleme. Weißt du? Und das erfinden wir hier in einem Spiel. Nur sag das mal dem Islamisten. Wir werden dir einen Vogel zeigen. So, wobei die folgen ja auch eher dem Propheten, ne? Und nicht einem Gott. Wobei, ja, eigentlich schon. Beides. So, das nehmen wir kurz mit. Alter, was ist denn hier los? Hoppla. Ich habe gedacht, ich kann jetzt einen Doppelsprung machen. Ich konnte keinen Doppelsprung machen, Freunde. Nur mal so eine Info. So, dann gehen wir hier noch kurz hoch. So, eine kleine Kletterpartie. Ich muss übrigens sagen, wir sind schon lange nicht mehr aufs Maul geflogen. Also, was vom Spiel vorhergesehen war. Und wir sind auch, ich glaube, Gegner waren in der Nähe. Es sind auch keine Sachen mehr irgendwie kaputt gegangen in unserer Nähe. Echt nice. Ach, da gibt's noch mehr. Wo ist der Rest? Keine Ahnung. Oh! Fast vergessen, Freunde. Fast vergessen. Ja, den hätte ich leise töten können, aber hey. Ich bin nicht hier, um leise zu töten. Ich bin hier, um zu töten. So. Wir haben sehr viel Heilung verbraten. Aber wir sollten das irgendwie wieder zusammenkratzen, ne? Okay. Und weit... So. Ja, und weiter. Ach so. Oh, apropos einstürzen, wa? Gut, ich nehme mal an. Okay, es hat nicht so wirklich funktioniert, muss ich anmerken. Also wir müssten da auf jeden Fall nochmal unseren Haken werfen. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich darin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle, die Konstantin sucht. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Aber die Firmentypen sagen nicht viel. Ja, also, behalte es für dich, aber ich glaube, Geld ist nicht ihr Ziel. Hast du Konstantin seine... Mit wem zur Hölle spricht er, sag mal? Hä? Mit wem spricht er denn? Und was zum Teufel, wieso kann ich hier hoch? Ist das etwa der leichte Weg? Wo zur Hölle kam das denn her? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Wo zum Henker kommst du her? Freunde, habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Also, pff, ich kein Stück. Ach
Gott, okay. Wir müssen hier übrigens hoch. Das war vielleicht ein bisschen blöd, dass ich zurückgesprungen bin quasi. Aber ich habe gedacht, wir müssen zurückspringen. Was soll's. Okay, wir sind in der Kathedrale, Freunde. Doch was wir hier finden werden, ist nur ein weiteres Kletterrätsel, wie ich sehe, das wir morgen vornehmen werden, denn heute schaffen wir es nicht mehr. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen müde, das heißt, ich werde jetzt erstmal Schluss machen für heute mit der Aufnahme und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Diese Ruinen verbergen vieles, Commander. Und tschüss.